Das war ja auch irgendwo so ein Markenzeichen, muss ich ja sagen, von mir. Das habe ich aber auch nicht geübt. Das hat sich irgendwo mal ergeben. So wie der eine ein guter Kopfballspieler ist und der eine das, der Schnellste war ich sowieso nicht. Und darum konnte ich dann oft mit dieser Grätsche dann doch noch einiges bereinigen. Ne? Ich habe mit Franz Beckenbauer zusammengespielt in der Jugendnationalmannschaft. Und als die so nach Bielefeld kamen, da konnte man so sehen, ich meine, wir kannten uns ja noch, dass Bielefeld so locker mitlief im Grunde genommen. Nicht, dass die jetzt so vordergründig sagen würden, wir müssen uns nicht anstrengen, die putzen wir so weg oder so, aber einfach so, na, ihr seid jetzt auch so in der Bundesliga angekommen, so kleines Provinznest gegenüber anderen Städten, die einfach etabliert waren. Ne? Das war schon so. Mit dem Aufstieg hat ja letztlich auch gar keiner gerechnet. Ne? Der vom 1. FC Kaiserslautern nach Bielefeld gewechselte Fußballlehrer Egon Picharzek führte den DSC in die höchste deutsche Spielklasse. Ein allseits geschätzter Fachmann mit hohem fußballerischen Sachverstand, der in vielerlei Hinsicht Akzente setzte. Er hat es ja auch verstanden, ganz andere Trainingsmethoden, die wir erst alle nicht wollten, wie das so ist. Nicht? Irgendwann muss man doch mit Messer und Gabel essen. So war das denn auch bei ihm. Viermal oder fünfmal Training, Vormittag, Nachmittag, das kannten wir vorher nicht, haben wir uns immer gegen gewehrt. Was das Fußballerische anging, für damalige Zeit, also wirklich ein Topmann. Wir waren so ein bisschen, ja, wirklich Halbprofis, sagen wir mal. Und unter Picharzek wurde dann der Schritt zum Vollprofi eigentlich vollzogen. Schade, dass das nachher sich so ergeben hat. Ist ja eine Charakterschwäche, dass er sich da hat so hinreißen lassen, als Fußballlehrer, denn diesen Skandal mit zu forcieren, also Schmiergelder zu zahlen, wo er dann ja wohl drüber Bescheid wusste. Ne? Fünf vor zwölf gestern in Bielefeld. Die Stadt fieberte einem Beschluss entgegen, der 400 Kilometer entfernt in Frankfurt gefällt werden soll. Im Sog der Bundesliga-Affäre untersuchte das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes die Manipulationen von Arminia Bielefeld. Ja, wenn wir das eigentliche Topspiel in Anführungsstrichen zugrunde liegen, dann war das ja diese Schalker-Situation. Und fast gleich in der Anfangsphase, Libuda überlief, glaube ich, meines Wissens, den Köller da auf der linken Seite. Dann war der fast an der Außenlinie, konnte aufs Tor zu gehen. Da hat den Ball erstmal zurückgepasst zur Mitte. Da stand der Rüssmann, der Fichtel. Und das kam uns dann so urkomisch vor, dass uns das fast schon peinlich war. Und das Spiel setzte sich fort. Budenski an dem Tag, der hielt die unmöglichsten Dinger, sodass man schon Weltmeister schon gar nicht mehr damit ihn bezeichnen konnte. Das war schon utopisch, was der da alle rausholte. Umstand und noch einmal Umstand bei der völlig konzeptionslosen Schalker Mannschaft. Aber Lütke Bomert, zweiter Holztreffer. Siese und noch einmal Libuda. Wieder Glück für die Arminia. Und auf der anderen Seite schaut sich Dieter Bodensky, der 20 Jahre junge Schlussmann der Schalker, zunächst das Spiel noch gelassen an. Aber in der zweiten Halbzeit, hier sind wir schon, muss er unheimlich viel arbeiten. Und Sie werden gleich sehen, er macht hervorragend. Knoth. Stockhausen. Und Slomjani, der frühere Schalker. Roggensack. Geschickt wie hier Bodensky dem Stürmer der Bielefelder den Schusswinkel abkürzt. Und noch einmal, herrliche Fußabwehr. Wüst, einer der wenigen und blassen Schalker Angriffe. Knoth, Pech für Karl-Heinz Brücken. Uli Braun, 86. Minute. Roggensack erzielt das goldene Tor. Bielefeld gewinnt in Gelsenkirchen verdientermaßen mit 1:0. Umso größer war dann heute die Ernüchterung. Die Balkenüberschrift kündigte das Ende an. Das Sportgericht entzog Arminia Bielefeld nicht nur die Bundesliga-Lizenz, sondern verbannte die Mannschaft in die Amateurliga. Im Vereinslokal herrschte heute Vormittag Enttäuschung und Verbitterung. Tja, ich bin erschüttert. Mit Regionalliga habe ich gerechnet, aber Verbandsliga. Ja, ich bin enttäuscht, dass uns Herr Kindermann bis in der Verbandsliga reinsetzt. Ich finde das Urteil unsinnig.
Meiner Meinung nach wäre Regionalliga genau das, was Arminia zukommen würde, aber Verbandsliga, das ist ein bisschen zu hart. Ja, derselben Meinung bin ich auch. Das ist traurig, dass man mit zweierlei Maß in die Liga hat. Ich finde, durch das Urteil wird der Verein wieder zu ungesetzlichen Maßnahmen gezwungen, praktisch. Denn die müssen Spieler kaufen für die Verbandsliga genau wie für die Regionalliga. Und wer kommt denn hier hin, wenn man kein Geld gibt? Das fängt ja schon in der Kreisklasse an. Wir haben heute Morgen bereits Berufung eingelegt. Wir werden die Berufung begründen, wenn die Begründung des Urteils uns zugestellt worden ist. Eine vorherige Begründung ist nicht möglich. Darüber hinaus möchte ich darauf hinweisen, dass der Antrag von Herrn Kindermann, die Mannschaft ab sofort vom Spielbetrieb auszuschließen, das Urteil sofort zu vollziehen, dass diesem Antrag vom Sportgericht nicht stattgegeben worden ist, mit der Folge, dass unsere Mannschaft bis zur Rechtskraft dieses Urteils und eventueller ordentlicher Gerichtsverfahren an der Meisterschaftsrunde in der Bundesliga teilnehmen wird. Dem Höhenflug folgte die Ernüchterung. Der zum Skandaltrainer mutierte Egon Pichacek musste den Verein verlassen, der gesamte Vorstand trat zurück. Dr. Jörg Aufderheide und Wolfgang Walkenhorst übernahmen gemeinsam Vorstandsaufgaben. Die Bundesliga-Saison 1971-72 wurde für den Ostwestfälischen Sportclub zu einer Geistersaison. Arminia spielte außer Konkurrenz, sämtliche Spiele wurden für den Gegner gewertet. Nach Monaten des Bangens, Hoffens und juristischen Gezerres befreite die erlösende Nachricht aus Frankfurt die Bielefelder Fußballherzen. Ein 10-Punkte-Abzug sollte die Bielefelder Bilanz in der nächsten Serie belasten. Eine Spielzeit, in der die Blauen glücklicherweise doch nicht im Amateurlager anzutreten hatten. Dr. Jörg Aufderheide und Wolfgang Walkenhorst hatten der Arminia die Regionalliga gerettet. In der 1974 gegründeten zweiten Liga Nord spielte der DSC stets eine gute Rolle. Der zweite Platz in der Abschlusstabelle der Saison 1976-1977 bescherte den Arminen Relegationsspiele, um den Aufstieg in die erste Bundesliga gegen den Tabellenzweiten der zweiten Liga Süd, den TSV 1860 München. Zu den Spielerpersönlichkeiten, die zu dieser Zeit dem Spiel der Arminen ihren Stempel aufdrückten, zählten unter anderem Ewald Lienen, Roland Peitsch, Volker Graul, Norbert Eilenfeld, Uli Stein, Helmut Schröder, Hans-Werner Mors und Wolfgang Pohl, der auf die Entscheidungsspiele gegen die 60er zurückblickt. Ich glaube, letzten Endes weiß es jeder, ansonsten wird es der Letzte jetzt hören. 4-0 zu Hause, 0-4 in München, Entscheidungsspiel 0-2 in Frankfurt. Ich glaube, das ist eine der bittersten Pillen, die man sich so vorstellen kann. Die Anekdote war eigentlich einfach, 4-0 in Bielefeld. Wir haben wirklich einen außergewöhnlich guten Fußball gespielt und mit Sicherheit noch höher gewinnen können. Aber 4-0 sollte eigentlich ausreichen. Das Rückspiel artete schon so ein bisschen in einen Betriebsausflug aus. Wir hatten uns einkleiden lassen, damals von Hans Lösekamm, für die legendäre Hänschen-Rosenthal-Show in München, wo wir schon eingeladen waren, um eben halt unseren Aufstieg in München zu zelebrieren und zu feiern. Die Frauen waren mit, es war eine lockere, gelöste Stimmung, also alles das, was man eigentlich normalerweise nicht braucht, aber bei 4-0 denkt man nicht an so ein Desaster. Und das ist natürlich da eingetreten, so passiert es eben halt, dass auf einmal 0-4 steht und drittes Spiel und unglücklich gelaufen und damit waren wir abgestraft und die Hänschen-Rosenthal-Show war gestorben. Und Falter setzt sich ganz geschickt gegen die Bielefelder Abwehr durch. Querpass in extremer Zeitlupe dieses Tor, das erzielt wird von Jimmy Hartwig. Und Glück für die Münchner, der Ball geht an die Unterkante der Querlatte. 1-0 in der 77. Spielminute. Das ist der Torschütze William, genannt Jimmy Hartwig. Das war bitter, aber gut, wir haben es ja nicht allzu spät nachgeholt dann. Arminia mitsamt seines Rekord-Bundesligaspielers Wolfgang Pohl sollte es bereits im darauffolgenden Jahr gelingen, die Trauer über den verpassten Bundesliga-Aufstieg vergessen zu machen. Wir sind jetzt etwa in der 30. Minute und inzwischen wird deutlich, dass Bielefeld die bessere Mannschaft ist und jetzt die 1-0-Führung für die Arminia aus Bielefeld durch Schröder. Das war außergewöhnlich, das war noch bei Fortuna Köln in der sogenannten Radrennbahn, die es
alte Stadion, das heute, glaube ich, gar nicht mehr existiert. Ausverkauftes Haus, ich glaube 35 Grad im Schatten. Fortuna Köln konnte bei eigenem Sieg auch noch aufsteigen. Also es war eine heiße Schlacht im wahrsten Sinne des Wortes und ich glaube, wir haben da eine sehr gute Truppe beieinander gehabt und verdient in dem Jahr eben halt den Aufstieg noch erreichen können. Entscheidend im Mittelfeld bei Arminia Bielefeld, Köstner gegen Jena. Gefault wurde allerdings lässt der Schiedsrichter Rostmann Vorteil gelten. Peitsch gegen Albert, der inzwischen für Müller ins Spiel gekommen war. Chance für Schröder. Angewehr kommt auf. Nachschuss Peitsch, 2:0 für Bielefeld.